Hallihallo allerseits. Da sind wir auch schon wieder. So, Schrott hier holen. Zack. Das haben wir. Jetzt gucken wir mal. Da oben liegt noch eine Kiste. So. Da ist nur ein Wolf. Und der nervt da ein bisschen. Haben wir noch Pfeile? 3 Stück. Vorbei. Ja, geht doch. Jetzt geht er auch weg, oder? Reicht das für die Kiste? Nein, ich weiß nicht so recht. So, wenn er nicht weggehen will, dann müssen wir ihn halt zwingen, ne? Eine Kiste, da oben liegt irgendwas. Hier ist noch eine Pflanze. Hier oben sehen wir ein paar mehr Pflanzen. Ja. Na, wo ist unser kleines Kätzchen? Ist nicht da das Kästchen. Warum rennt noch ein Knickel? Ein kleines Kaninchen. Da liegt Schrott. Wer auch immer das dahin getragen hat. Aha, das ist natürlich mal ein schöner Fund hier. Ach, das ist auch unser Kätzchen. Boah. Bleib liegen. Bleib liegen. So, hier damit. Ey, jetzt mal so ganz im Ernst. Gibt's da einen Zusammenhang? Immer wenn ich diesen neuen Puma kill, scheint das Wetter umzuschlagen. Das wird schon wieder so wolkig. Seht ihr, ich hab's noch nicht mal ausgesprochen und schon fängt's wieder an zu gewittern. Also da muss es doch förmlich irgendwie einen Zusammenhang geben. Ist das ja so die Rache der Natur, weil ich ein unschuldiges Lebewesen gekillt habe.
dass ich jetzt den Zorn der Götter zu spüren bekomme. Ja, lieber Entwicklergott, tut mir doch leid. Ich brauche die Seile. Und irgendwie finde ich ja nur im Puma die Sehnen, um Seile herstellen zu können. Nehmt's mir doch nicht übel. Wenn ich die aus irgendwelchen Blättern hier zusammenflechten könnte, dann würde ich das doch auch machen. Wäre für mich auch bedeutend einfacher. Das Gute ist, wir haben immerhin schon mal wieder so einiges an Patronenhülsen und sowas gefunden. Wahrscheinlich können wir uns gleich tatsächlich mal ein bisschen mehr Munition machen. Oh hier, guck mal, das ist doch mal nett gemeint hier, nur für uns. Und da ist auch noch Schrotflintenmuni drin. Hammer, haben wir sonst eigentlich noch irgendwie Muni hier? Ja, ne? So, irgendwo war da auch schon wieder ein Wolf, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh ne, da komme ich so wahrscheinlich ja gar nicht ran, ne? Ah, ja, das ist ein Skill. So, auf nach Hause. Ist mir jetzt so nass. Wasser eigentlich noch? Nee, ne? Nee.
Tierchens. Hier, gab dir ein bisschen was. Wenn es auch nicht viel ist, aber immerhin schon mal besser als gar nichts. Ich muss jetzt mal hier meine Taschen leer räumen. So. Immerhin gab es mal wieder ein bisschen was hier zu holen. Karottensamen. Kartoffelsamen, auch nicht schlecht. So, hier unser Fleisch jetzt mal hier rein. Zack, zack. Ne, das kann gleich weg. Hier können wir auch immer mal hier, zack. Gut. Zack, zack. Die da noch eben rein. Das da eben mit rein. Obwohl, wir haben ja genug Fleisch. Wir können uns gleich auch noch ein Fleisch braten. Sagt er ja unser Zeugs hier, ey. Es muss wird lange mal Zeit, dass das irgendwie wieder so ein bisschen fertig wird. Und die Tiere, die werden jetzt bald auch umgewandert, ey. Die kommen hier hinten hin. Das ist ja lästig mit den Viechern hier, mit dem Essen und Trinken geben die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich mir auch endlich jetzt tatsächlich mal wieder zwei, drei Flaschen machen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Dieses elendige Hin- und Her-Gewatsche, das ist nämlich schon ein bisschen nervig. So, es muss reichen. So, rein hier, Tür zu. Das Wasser hier drauf. Zack, die so, zack. Machen wir so. Holz, so. So, das kann hier noch eben geschmolzen werden wieder. Das nehmen wir schon mal raus hier. Da können wir Strom. Zack, füllen wir jetzt mal wieder auf. Sagt unser Strom, das sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir nur ein bisschen mehr Masse generieren, ne? 0,02. Viel ist ja nicht, was unser Dings macht. Bisschen Munition da noch für. Zack. 17 und 112. Davon könnten wir 3 machen, auf jeden Fall. Das machen wir. Haben wir noch eine als Reserve. Stöckerchen. So, dann können wir uns gleich nämlich ein paar Pfeile machen. Ein paar Holzbretter können wir nochmal anlegen.
14% hat das jetzt noch. Zwei Sehnen, Metallbahn. Oder ich verbessere den tatsächlich erstmal, bevor ich jetzt noch den... das Windding da baue. Das ist so eine Frage, ne? So, erstmal schalten wir den jetzt wieder aus. Stopp. So. Pfeile. Zack, zack, zack. Die stellen wir da nachher wieder. Tauschen wir das beides mal. Wie viel brauchen wir da dafür? Metallbahn, 10 Eisenfragmente und 5 Kupfer. Das können wir mal schnell machen. Zack, zack. Einen herstellen. Vier Legierungsbleche. Jetzt die Frage, mache ich einen Boden oder mache ich einen unten? Oder lasse ich die erstmal? Ich glaube, ich lasse die erstmal hier drin. So, laden wir da im Nach. Nächste, auch schon wieder 5 Schuss. 1, so. Das geht doch jetzt. Noch ein paar Pfeile fertig werden. 3 haben wir schon mal wieder, gleich 5. Ja, ihr Lieben, wir sind wieder mal am Ende einer Folge. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.